Also ich finde es persönlich nicht besonders gut, da wenn zum Beispiel wieder mehrere Leute einkaufen gehen, dann ist die Gefahr einfach wieder höher, dass mehrere Leute infiziert werden. Und ich bin einfach dagegen. Also ich würde lieber die Maske im Handel weiterbehalten. Nur für Kunden oder auch für Angestellte? Ehrlich gesagt für beide, aber für Kunden auf jeden Fall. Ja, also ich habe mich mittlerweile an die Maske gewöhnt. Also es ist okay. Aber ich befürchte, dass es wiederkommen wird, irgendwann ab Herbst. Ich persönlich, ja, es ist natürlich, es ist angenehmer, das ist meine persönliche Meinung, aber ob jetzt sicherer ist, weiß ich nicht, da kann ich nicht wirklich was sagen dazu. Wie finden Sie es denn vom Zeitpunkt her, ist der gut gewählt? Ja, sicher, es ist heiß, es ist Sommer, ja, auf jeden Fall. Aber das haben wir letztes Jahr auch wieder gehabt, ne, dass im Sommer alle Maßnahmen gelockert wurden und dann wieder notwendige Schritte unternommen wurden. Ja. Ja, es ist angenehmer. Sommer, heiß, ja, natürlich schwitzt man mit der Maske mehr. Also ja, meinerseits okay, ja, auf jeden Fall. Ich bin Gott sei Dank, muss ich das nicht entscheiden, aber ich werde sie vielleicht immer mit dabei haben und in kritischen Momenten vielleicht weiterhin tragen. Letzte Frage noch, die Impfpflicht, die bleibt auch ausgesetzt. Wie finden Sie das? Ja, ich bin geimpft, aber das muss jedem frei bleiben, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ja, das ist das eigene Risiko, würde ich sagen. Ja, eigentlich finde ich es okay. Ich komme aus Deutschland. Bei uns ist zwar auch in öffentlichen Verkehrsmitteln noch die Maskenpflicht vorhanden, aber ich denke, inzwischen ist das wahrscheinlich schon zu vertreten, weil die Fälle mit dieser neuen Variante doch nicht mehr so schwer sind und so. Und da denke ich, kann man das vielleicht vertreten. Ob das im Herbst dann immer noch so ist, vielleicht müssen wir dann wieder Maske tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Das würde ich auch in Ordnung finden. Ja, auf jeden Fall die Maskenpflicht im Handel behalten. Genauso wie in den Öffis. Die Corona-Tests, negative Nachweisen sollten auch bleiben. Ja, also generell die Restaurantregeln und die öffentlichen Verkehrsmittel und sowas.